Ist ernannte Berichterstatter, Recherchierer oder wie immer ihr euch nennt. Wo ist er hin? Man erkennt euch an eurer Unauffälligkeit, wenn wir rufen Freiheit an euren schmalen Lippen und Zurückhaltung und an eurer schlechten Kleidung. Egal wie ihr euch im Netz nennt, ich messe euch an der Qualität eurer Berichterstattung. Definition von Journalismus und Recherche ist die wahrheitsgetreue und sachliche Berichterstattung nach sorgfältiger und intensiver Prüfung des Sachverhaltes. Jetzt seid ihr dran, Spaziergänger. Deshalb die Frage an euch Spaziergänger. Ist jemals von euch Spaziergängern, von diesen Schreibern, Recherchierern interviewt worden? Ich höre überwiegend Nein. Dennoch bezeichnen Sie euch öffentlich in Ihren Artikeln als Rechtsextreme, Pandemieleugner und Reichsbürger. Erstens an euch Schreiber. Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Wenn ihr über etwas schreibt, was übrigens 100 Erfurter sehen können, dann hat das null Informationswert. Hier nur drei Zitate von euren geistigen Ergüssen. Erstens, hinter dem Banner liefen vier Trommeln nennen. Wenn ihr es dennoch schreibt, was hunderte Leute sehen, dann bitte grammatikalisch richtig. Schaut im Duden nach oder fragt die Musiker, welche Instrumente sie mitführen. Ganz einfach. Zweites Zitat. Die Teilnehmer schleppten 6 Friedensfahnen hinter sich her. Recherche, Note ungenügend. Darstellung, Note ungenügend. Schleppen bedeutet nach Duden, das ist das Buch, was ihr nicht kennt, eine schwere Last hinter sich herziehen. Alle Erfurter konnten sehen, dass die Teilnehmer die Friedensfahnen aufrecht und mit Stolz vor sich hertrugen. Stolz auf Heimat und Frieden sind sicher für euch verbotene Worte. Ihr habt sicherlich bei der Regierungspresse studiert. Drittes Zitat. Sie beschweren sich, also ihr, dass Menschen mit anderer Meinung als rechts beschimpft werden. Es beschwert sich ja niemand von den Spaziergängern. Es ist lediglich eine wahrheitsgemäße Darstellung, wie das Journalisten herausfinden müssen. Aber darum geht es mir gar nicht an dieser Stelle. Ich führe jetzt für euch Journalisten, die irgendwo steht, hinterm Busch oder was weiß ich, ein kurzes Interview mit den Spaziergängern durch. Zum Mitschreiben für euch, für morgen früh. An euch Spaziergänger. Geht ihr für Frieden in der Ukraine und Russland auf die Straße und seid ihr gegen Waffenlieferungen aus Deutschland? Ja! An euch Schreiber, wenn ihr das nicht wollt, seid ihr für Krieg und Tötung von Menschen. Dazwischen liegt nichts. Dann zeigt wenigstens jetzt euer Mut und euer Gesicht. Stellt euch auf diesen Platz, in diese Mitte. Und sagt es laut, ich bin für Krieg und tote Menschen, oder packt gleich die Koffer und stellt euch in der Ostfront für den Krieg zur Verfügung. Ja. Noch ein Tipp zu diesem Thema. Gründet doch einen Fonds, wo all eure Freunde und Gleichgesinnten jeden Monat freiwillig Geld von ihrem Verdienst einzahlen, um den Krieg zu finanzieren. Wir treffen uns in einem Monat wieder, wir sind immer hier, und zählen das Geld in der Kriegskasse. Offensichtlich wird die leer sein. An euch Spaziergänger. Interview für die Schreiber. Geht ihr für Selbstbestimmung und Einhaltung der Grundrechte auf die Straße? Ja! An euch Schreiber!
Wollt ihr fremdbestimmt werden, ohne eigene Entscheidungsmöglichkeit, ohne Grundrechte, hin auf Lebenszeit? Wollt ihr, dass irgendeine Organisation bestimmt, welche Tabletten, welche Spritzen in euren Körper gelangen? Eine Organisation, die ihr nicht wählen, weder kontrollieren noch abwählen könnt. Wenn ihr das wollt, zeigt euren Mut und euer Gesicht. Stellt euch jetzt auf diesen Platz und sagt den Menschen über meinen Körper, mein Leben und meine Freiheiten sollen andere bestimmen. Sie sollen bestimmen, wann und wohin ich im Urlaub fahren soll. Wie viele Kilometer ich mich von meiner Wohnung weg entfernen darf. Bis wann ich mich abends mit meinen Freunden treffen darf. Welche Tabletten und Spritzen ich bekommen werde, obwohl ich die Wirkung nicht kenne. Und das unter Gewaltanwendung. Genau. Stellt euch her! Letzte Frage an die Spaziergänger und für die Journalisten. Geht ihr für niedrige Verbraucherpreise auf die Straße, sodass nach der Miete noch Geld zum Leben bleibt? Ja. So was kam mal aus der Ecke Grün, glaube ich. An euch Schreiber, Recherchierer oder wie ihr euch immer nennt, wenn ihr das nicht wollt, nicht gut findet, dass ihr ausreichend Geld zum Leben habt, dann tretet jetzt vor und gebt die Ersparnisse, die durch Strom- und Gaspreisdeckelung für euch erreicht wurden, sofort diesen Spaziergängern zurück. Das wäre aufrecht und ehrlicher. Diese Menschen haben monatelang auf der Straße dafür gesorgt, dass die aktuelle Regierung einen Teil unserer und die Steuergelder eurer Eltern an die noch Arbeitenden zurückgezahlt wird. Sie haben dafür gesorgt, dass euer Geld oder das Geld eurer Eltern in der eigenen Tasche bleibt. Als Dank dafür versucht ihr diese Menschen mit euren Kommentaren, Gänsefüßen, Recherchen versuchen, öffentlich zu beleidigen. Zusammengefasst und letztlich in einfacher Form für euch. Ich hoffe und wünsche mir, ihr habt wenigstens dafür den intellektuellen Zugang, es so zu verstehen. Diese Menschen, die hier stehen, sorgen beispielhaft für saubere Luft in unserem Land. Diese saubere Luft dürft ihr auch atmen. Anstatt sich bei diesen Menschen zu bedanken, beleidigt ihr sie. Das solltet ihr mal euren Eltern erklären, was ihr so auf der Straße treibt. Zweitens und letztlich, die Definition oder Übersetzung von asozial ist unsozial. Und unsozial ist jemand, der nur von den Errungenschaften der Gesellschaft, dem Fleiß der anderen lebt und keine eigene Leistung für diese Gesellschaft beiträgt. Denkt mal darüber nach. Spaziergänger, lasst uns weiterziehen. Kopf hoch, denn dann sehen wir keine Zwerge.